In nicht mal mehr als 2 Wochen wird in der Barnim-Hauptstadt wieder gefeiert, was das Zeug hält. Viele Eberswalder haben sich das Wochenende vom 16. bis zum 18. Mai schon rot im Kalender angekreuzt, denn dann findet das 7. Finow-Kanalfest statt. In diesem Jahr wird die Fete aber nicht wie gewohnt um die Stadtschleuse herum, sondern im Familiengarten Traumzauberland Eisenspalterei stattfinden. Schirmherr des traditionellen Festes ist Ministerpräsident Matthias Platzek. Die Organisation liegt in den Händen des Dezernats beim Amt für Jugend, Sport und Kultur. Es erwartet Sie das Fest, wie es eigentlich schon seit dem 7. Mal bekannt ist, seit 1996. Aber es erwartet Sie eben ganz neues Gelände. Früher fand es ja in der Innenstadt statt und in diesem Jahr erstmalig auf dem Gelände des Traumzauberlandes. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Und wir versprechen uns dadurch auch viele Gäste, die sonst das Finow-Kanalfest nicht besucht haben, die eben eigentlich nur kommen, um das Traumzauberland zu sehen. Und sich dann wundern werden, welches schöne Volksfest in der Nähe von Berlin stattfindet, wo es sich vielleicht lohnt, auch im nächsten Jahr wiederzukommen. Für beste Unterhaltung ist während den 3 tollen Tagen garantiert gesorgt. Es wird zahlreiche Veranstaltungen für Jung und Alt geben, unter anderem eine Bastelstraße, Chorkonzerte und jede Menge atemberaubende Showeinlagen. Eines gibt es in diesem Jahr allerdings nicht, das Festzelt. Dafür steht aber die Stadthalle zur Verfügung. Dort wird zum Beispiel die Gute-Laune-Show mit Diskothek und dem Showorchester ungelenkt stattfinden. Traditionell beginnt das Fest am Freitagabend um 19 Uhr mit dem Bieranstich. Wir werden darüber hinaus auf der Freilichtbühne verschiedene Veranstaltungen haben. Wir werden dieses Jahr statt des Festzeltes die wunderschöne Stadthalle nutzen, um dort die Abendprogramme durchzuführen. Wir werden einen Bootskorso wiederum haben und wir werden dieses Jahr erstmalig auf der Insel der Liegenden ein Wikingerlager haben. Das wird sehr interessant werden, denke ich. Außerdem werden Schnuppertauchkurse in einem Tauchbecken angeboten und auch ein Bootskorso auf dem Finow-Kanal wird es wieder geben. Teilnehmen darf am Bootskorso alles, was schwimmt. Im letzten Jahr war es zum Beispiel ein umgebauter Trabant. Am Ende wird natürlich auch wieder das attraktivste oder lustigste Boot gekürt und der Sieger bekommt einen Wanderpokal. Mit von der Partie sind in diesem Jahr auch die Stadtwerke Eberswalde mit einem ganz eigenen Programm. So wird es neben den Ausstellungen mit Fachvorträgen zum Thema Erdgasfahrzeuge am Freitagnachmittag zum Beispiel ein Programm mit dem altbekannten Adi geben und am Samstag um 14 Uhr eine Autogrammstunde mit den Pudis. Auch die Eintrittspreise des Finow-Kanalfestes sind erschwinglich. Erwachsene zahlen 1 Euro Eintritt, Kinder bis zum 12. Lebensjahr nur 50 Cent. Ein bisschen müssen sich die Eberswalder aber noch gedulden, denn vor dem großen Finow-Kanalfest vom 16. bis zum 18. Mai wird am jetzigen Freitag im Familiengarten ein anderes kleines Highlight stattfinden. Die Siegerehrung des 6. europäischen Jugendwettbewerbs Silberne Ehre, an dem 50 Azubis aus 6 europäischen Ländern teilnehmen. Bis zur Siegerverkündung auf dem ritterlich geschmückten Traumzauberlandgelände am Freitagabend müssen die Azubis ihr Können aber noch im Haus am Stadtsee unter Beweis stellen.